Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, und wir sind hier gerade bei Desmond, draußen in der realen Welt natürlicherweise. Und ich habe, glaube ich, mal was verstellt. Fällt mir auf, oder? Oh ja, ich habe was verstellt. Ich habe nämlich gerade eben noch eine Einstellung durchgezogen, halt mit der Lautstärke und so weiter. Das Problem dabei ist, glaube ich, mal, dass ich die Steuerung gestellt habe, oder? Was aber gar nicht sein kann, weil ich das nicht umgedreht habe. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was X- und Y-Achse war. Blöde. Weil das sehen wir gleich. Jetzt stimmt's wieder. Gut. Jetzt lass mich nochmal nachschauen. Da war Empfindlichkeit dran. Da habe ich gar nicht gewusst. Kann man die Empfindlichkeit hier einstellen? Das ist ja cool. Ah, wegen dem Schießen bestimmt so. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir unsere Energiekugel oder Energiewürfel von Transformer. Also hier von den Decepticons geklaut und werden dann jetzt irgendwo einen Energieanschluss von einem USB 1500 Port anschließen, müssen dann halt nur noch suchen. Weil wir ja letztens durchgelaufen sind, weiß ich ja, wo das jetzt ist. Ist ja klar. Und der ist irgendwo hier. Also müssen erstmal nicht in dieser Wand hochklettern, erstmal woanders hochklettern, also erstmal hier hochlaufen. Und da entlang. Ist ja, nein, da nicht entlang, nämlich da. Gut, und dann da hoch und da rüber. Ich habe jetzt die Soundeinstellung ein bisschen verändert, das heißt, die Effektlautstärke habe ich runtergesenkt und die Stimme standard gelassen. Hoffe, es passt so. Was wohl da drin ist? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, okay, anscheinend ist da, wenn wir den nächsten Würfel haben, also anscheinend öffnet sich da die Brücke von da drüben und dann können wir rüberlatschieren und müssen wir mehr Würfel sammeln, das ist ja logisch. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück in den Animus natürlicherweise, weil ich habe echt keinen Bock hier jetzt dann auch ewig rumzugammeln, voll langweilig hier. Mit den Leuten zu reden ist eigentlich recht auch uninteressant eigentlich, weil immer dasselbe kommt, finde ich. Also, naja, okay, nicht dasselbe, aber naja, nicht so toll. Viel Glück, Desmond. Es ist ja viel Glück, sie beobachtet alles. Sie könnte gerade auf Pause drücken, wenn irgendwas schief läuft. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Hast du einen Moment? Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Zheng Bao oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab, Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf. Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan?
Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in den Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum? Na, warum hast du nicht das Assassinen, Axt. Ja, wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich es vergessen wieder. Tomahawk, genau, hier. Tomahawk reingerammt oder so. Und Frage, warum haben wir nur einen Tomahawk? Den ganzen Trailer habe ich zwei Tomahawks gesehen. Also, oder habe ich mich da verschaut oder so? Ist ja ein bisschen blöd. Ich dachte, es sind zwei Tomahawks, jetzt ist hier nur eins. Ja, vielleicht kann man das andere noch kaufen. So. Vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, aber mal schauen. Gut, ich verrutsche hier jedes Mal. Hier geht mal gar nichts. Anscheinend. Da können wir interaktives Gespräch führen. Das sind Krüge, Trophäen, Hinkelbeins. Ach so, ja, ich glaube, das war der eine Typ da, der alte Sack, das in die Mission. Und da sollen wir nicht suchen oder sowas in der Art. Ist jetzt auch nicht so super interessant. Siedlungsmission nehmen wir hier. Gleich hier. Wow. Auch nicht schlecht. Noch eine Mission hier. Jetzt weiß nicht. Ich habe ja gesagt, wir wollten eigentlich ein bisschen Siedlermission machen, deswegen werden wir das jetzt auch erstmal machen, bevor ich hier nach Boston reise. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht ganz so sauer. Auf jeden Fall, Siedlermission ging ja recht schnell und so weiter. Ja. So keine Grund für Sorge. Wir machen das Spiel noch früh genug fertig und wir müssen rein. Das ist auch interessant. Warum rein? Ich habe an dem Haus gerannt. Ah, wenn's Haus geht, dann, in der Siedlung hat er dann das Käppi weg. Ah, war auch recht interessant. Connor, ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten, ein Tagebuch unserer Lebensweise in dieser Übergangszeit, um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Eine Enzyklopädie über das Dorf und der Einwohner. Okay. Ja, warum nicht? Ich helfe dir gerne dabei. Achilles. So, wo war jetzt die eine andere Mission? Die war weiter vorne. Ja, die war da. Ja, so genau in der Richtung hier. Laufe ich doch mal schnurstracks hin. Ja, da fahren wir doch so rauf. Ja, BNA. Irgendwas zu machen und da irgendwie auch was zu machen. Verflucht nochmal! Kannst du mir helfen? Bist du wohl auf? Was glaubst du denn? Wie ist das passiert? Wilderer in den Wäldern. Ich bat sie zu gehen. Das war ihre Antwort. Komm mit. Wir müssen uns deinen Arm ansehen. Und die Männer, die mir das antaten? Die können warten. Deine Wunde jedoch nicht. Meinst du schaffst es bis zum Haus? Ja. Es ist nur eine Fleischwunde. Wie lautet dein Name? Miriam. Lebst du hier in der Nähe? Ach, ich habe keine Heimat sozusagen. Ich brach als junges Mädchen ins Grenzland auf und seitdem verbringe ich mein Leben hier. Ich lebe, wo das Land es mir erlaubt. Eine ungewöhnliche Wahl für eine Frau aus den Kolonien. Nein, wohl nicht. Ich hatte die Wahl. Entweder das, der Konvent oder ein Bordell. Ich entschied mich für die frische Luft. Was machst du da?
Die Wilderer müssen gestoppt werden. Ich sah sie von meinem Hochsitz aus. Geh dorthin und du wirst keine Probleme haben, sie zu finden. Nimm den Wurfpfeil, wenn es geht. Du brauchst Übung damit. Gut, das kommt ans Recht gelegen. Wurfpfeil benutzen ist schon ausgewählt. Jo, der ist ausgewählt, das ist sehr gut. Und Tomahawk, das muss reichen eigentlich. Ah, es wird doch mal wieder richtig interessant, muss ich sagen. Ja, interessant ist, vom Baum zu fliegen, super. Ah, muss mir wieder super passieren. So geschickt von mir wieder. So, jetzt geht's aber rund. Mal 200 Meter über die Bäume, Eichhörnchen jagen. Und was hat das schon wieder? Ah, super. Komm, hoch mit dir. Geh jetzt mal da entlang. Aber gut, dass wir unsere Wurfpfeil. Nee. Wurfpfeil? Nee, Wurfpfeile sind es ja nicht wirklich. Wurfpfeile sind es ja nicht. Wie heißt das Ding eigentlich genau? Ja, unser Seil halt zu benutzen können. Wäre cool, wenn man mit Eichen werfen könnte. Wäre doch lustig. Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst. Also gerade hackt die Steuerung irgendwie hier. Das geht ja mal überhaupt nicht. Was da wieder los ist. Ah, ich will nicht da, ich will hier. So, das ist recht einfach, muss ich sagen. Recht einfach. Kann ich hier noch irgendwie... muss ich drei Ziele so eliminieren? Ich weiß es gar nicht. Kann ich mir Kopf schießen? Das ist recht übel gewesen. Ich habe ihn somit eigentlich ja den Hals gebrochen oder zu Tode erstickt, halt je nachdem. Aber ich will jetzt da auch hochklettern. Wo steckt er denn? Komm ich hier auch gescheit hoch? Hier. Das sind keine Bäume, das gefällt mir mal gar nicht. Oh, Tani. Runter mit dir. Oh, ey, ich weiß nicht gerade, was mit der Steuerung los ist. Wölfe. Wölfe. Warum? Warum jetzt ausrechnet Wölfe? Ah, super Ding wieder. Guck doch mal an, wie er versaut der ist wieder. So, dann ersticken wir mal den. Das war recht krass. Ah, da kommen noch zwei. Oh je, kommen die hergeritten oder was? Schnell hoch mit dir, schnell hoch mit dir. Johnson wird bald Teile des Mohawk-Landes, das er gekauft hat, für die Jagd freigeben. Machen wir da oben einen guten Fang. Zack. Das war doch schön. Zwei auf einmal. Gut. Ja, wir sind jetzt schon bei 15 Minuten hier. Meine Güte. Hätte ich da nicht gefehlt. Die Kamera bewegt sich wieder kein Meter. Also irgendwas stimmt da jetzt nicht gerade. Ich weiß jetzt nicht warum. Hey! Wo seid ihr, Freunde? Du schießt im Wald auf Fremde? Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein. Ich verschone mich. Na los, erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist.
So, bloß nicht mehr hierher kommen. Springen um. Ja, okay, das war's jetzt hier eigentlich. Also für die Leute, wo es jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr bockt, irgendwie, ja, die nächste Cutscene zu sehen, dann können die auf jeden Fall schon mal wegschalten. Weil da wird dann eigentlich noch eine kommen, gehe ich mal vor und so, ach, du hast sie umgebracht, warum? Und pipapo. Oder die wird dann halt im Dorf, also im Dörfchen oder so, in der Siedlung ihr Gebäude errichten und dann, ja. Ist klar. Mehr wird nämlich diese Folge nicht passieren, leider. Ja. Ich weiß, so kurze Folgen. Okay, nein. Vielen Dank, Achilles. War mir ein Vergnügen. Warum schossen die Männer auf dich? Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist. Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Eindringlinge und ich schlug ihnen vor, dasselbe zu tun. Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz. Es steht dir frei, hier zu jagen. Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen. Nun gut. Einverstanden. Gut, da haben wir jetzt die Überschüsse für uns, sag ich mal so. Okay, müssen wir ein bisschen auch von der abkaufen. Das wird, glaube ich, mal so typisch sein. Voll klein hier, was geht? Was brauchst du zum Leben, ey? Ist da drin ein Bett? Tisch? Ich meine, Küche passt da rein, oder? Aber es muss reichen. Ich weiß, die Leute früher hatten nicht so viel. Gerade als Jäger verdient man ja nicht so viel, aber guckt euch mal das Fleisch an. Ah, ist auf dich. Gut, die Zussi gammeln da oben. Und wir gammeln jetzt nicht mehr. Nämlich das war's jetzt mit dieser Folge. Und wir sehen uns natürlich jetzt in der nächsten Folge. Pi Part 20 schon. 20. Ja, und sehen. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.